fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, wenn ich euch sag, dass es heute um ein giftiges Tier geht, dann denkt ihr vielleicht zuallererst an Spinnen und Schlangen. Einige Schlangenarten lähmen mit dem Gift ihre Beute und verschlingen sie dann. Spinnen wiederum brauchen das Gift, um Insekten zu zersetzen. Oder vielleicht glaubt ihr, es geht um Bienen und Wespen. Die verteidigen sich mit Gift. Deswegen tut ein Stich so weh. Auch der heutige Hauptdarsteller schützt sich mit Gift. Es geht heute um einen kleinen, niedlichen, aber eben auch giftigen Affen. Genauer gesagt um Plumploris. Hier die ersten Infos. Darf ich vorstellen? Eines der süßesten Tiere der Welt, ein Plumplori. Schon mal gehört? Mal sehen. Er wirkt langsam und träge, deswegen plump. Und Lori ist sein Familienname im Tierreich. Zusammen Plumplori. Alles klar. Ein Plumplori ist so klein wie eine Katze und hat so große Augen wie eine Eule. Aber tatsächlich ist das Tier ein Affe. Genauer gesagt ein Nachtaffe. Tagsüber schläft er, nachts ist er wach. Das Außergewöhnliche? Bei Plumploris handelt es sich um die einzige giftige Affenart. Ein Biss kann für Angreifer tödliche Folgen haben. In der Wildnis kommen Plumploris nur in Südostasien vor. Das sind Länder rechts von Indien und unterhalb von China. Myanmar, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Malaysia und Indonesien. Aber Plumploris sind vom Aussterben bedroht. Wilderer fangen sie, ziehen ihnen die Zähne und verkaufen sie als Haustiere, obwohl das streng verboten ist. Viele Tiere leiden, weil sie in kleine Käfige gesperrt werden. Tierforscher möchten der Quälerei ein Ende setzen. Auf der Insel Java, die zu Indonesien gehört, haben holländische Forscher die Tierrettungsstation Chikananga gegründet. Dort erwartet mich Roel. Hallo Roel. Willkommen. Ich habe gehört, du kennst dich gut mit Plumploris aus. Da kannst du mir bestimmt welche zeigen, oder? Ja, wir haben ganz viel Plumplori hier. Aber jetzt habe ich einen Notfall. So, hier hast du Maske und Handschuhe. Super. Und wir gehen nach der Klinik. Okay, ich gehe gleich voll los. Ich bin dabei. In der Dschungelklinik wurde gerade ein Plumplori eingeliefert. Mitarbeiter haben es aus den Händen von Wilderern befreit. Ich habe von Roel hier so Schutzhandschuhe bekommen und einen Mundschutz. Das ist zum einen, dass wir den Plumplori nicht anstecken, aber auch, dass er uns nicht ansteckt, weil wir noch nicht so genau wissen, ob er gesund ist oder nicht. Ja. Let's go. Okay. Aufregend. Das Tier wehrt sich aus Leibeskräften. Der macht ja Geräusche. Das gefällt ihm nicht, oder? Nein, das gefällt ihm nicht. Aber das ist sehr wichtig, dass wir wissen, ob er krank ist. Wenn er krank ist, ja. Immer wieder beißt der Affe. Ohne Schutzhandschuh wäre die Untersuchung viel zu gefährlich. Er kriegt jetzt ein paar Spritzen, Vitaminkur, Entwurmung. Oh, er hält den Handschuh fest. So kann der Tierarzt natürlich nicht arbeiten. Okay. Ah, das kommt in den Mund rein. Dabei stellt der Arzt fest, die Zähne wurden dem Tier nicht gezogen. Eine gute Nachricht, denn sonst entzünden sich die Wunden oft und daran sterben viele Plumploris. Ah, ich mag auch keine Spritzen, aber es geht ganz schnell. Der Arzt untersucht jetzt die Pfoten. An der zweiten Zehe am Fuß haben Plumploris eine sogenannte Putzkralle, mit der sie ihr Fell kämmen. An den Oberarmen sitzt eine Drüse, die eine Flüssigkeit herstellt. Leckt das Tier daran, entsteht zusammen mit Speichel das Gift. So kann der Plumplori mit einem Biss Angreifer abwehren.
Vielleicht habt ihr in letzter Zeit auch ein Video im Internet gesehen, wo ein Plumplori genau das macht, was unser Kleiner jetzt hier macht, nämlich so die Arme heben. Es sieht zwar sehr, sehr süß aus, aber eigentlich ist das eine Abwehrhaltung und zeigt, dass es ihm gar nicht gut geht. Über das Internetvideo von diesem Plumplori haben Millionen Menschen gelacht. Aber was lustig aussieht, ist in Wahrheit Tierquälerei. Die Plumploris leiden in der Gefangenschaft und aus dem Grund ist die Tierhaltung auch verboten. Leider wissen das die wenigsten. Um Plumploris in Not kümmern sich die Tierforscher von Chikananga. Bevor sie wieder ausgewildert werden, bekommen sie eine Art Ausweis. Der Kleine hat einen Chip da hinten eingesetzt, so kann man ihn immer wieder erkennen. Wenn er zum Beispiel wieder gefangen genommen wird und hier landet, dann wissen die Leute schon, okay, der war schon hier, denn er hat den Chip drin. Und das kann man an diesem Gerät dann ablesen. Die Erstversorgung ist überstanden. Das heißt aber noch nicht, dass es dem Plumplori wirklich gut geht. Manche Krankheiten brechen erst nach ein paar Wochen aus. So, der kleine Rabauke kommt jetzt hier in die Transportbox. Und dann bringen wir ihn in die Quarantäne. Und da wird er die nächsten Tage immer wieder abgecheckt, ob es ihm auch gut geht. Okay. In der sogenannten Quarantäne werden Tiere, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie krank sind, für einige Zeit alleine gehalten. Das ist wichtig, damit sie kein anderes Lebewesen anstecken. So, das ist jetzt sein neues Zuhause. Wie lange bleibt er da drin? 90 Tage. Er braucht seine Ruhe. Okay, dann machen wir es ganz schnell. Aber ganz schnell geht bei Plumploris eigentlich gar nichts. Langsam geht er raus. Jetzt. Die nächsten Monate muss der Plumplori im Käfig bleiben. Ein notwendiges Übel. Wenn es dem Tier weiterhin gut geht, kann es schon bald zurück in die Wildnis. Hast du denn noch andere Plumploris, die du mir zeigen kannst? Ja, ganz viel. Super. Die sind an die andere Seite. Super, dann lass uns gehen. Okay. Let's go. Vor ein paar Jahren wurden in der Rettungsstation auf einen Schlag 70 Plumploris eingeliefert. Sie wurden aus den Händen von Tierhändlern befreit. Doch leider sind einige Tiere an den Folgen ihrer Misshandlungen gestorben. Andere wiederum konnten gesund gepflegt werden und leben schon wieder in der Wildnis. Und noch etwa 40 Affen warten auf ihre Auswilderung. Zu einem dieser Kandidaten wagen wir uns vorsichtig in den Käfig. Der ist ja süß. Oder der, die ist ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ja, Dodo. Dodo? Ja. Hallo. Wir reden ein bisschen leise, weil jetzt ist ja eigentlich Plumplori Schlafenszeit. Aber Dodo hier ist so halb wach, guckt uns aus relativ kleinen Augen für einen Plumplori an. Wie alt ist Dodo denn? Ist ungefähr 3 Jahre. Ist das schon ausgewachsen für ein Plumplori oder noch ein Kind? Ja, ist da ungefähr ausgewachsen. Aber die meiste Zeit ihres Lebens hat Dodo nicht in der Wildnis verbracht. Wie ist Dodo denn hierher gekommen? Sie lebt bei einer Familie, wie ein Haustier. Oh, okay. Ja, und das geht gar nicht. Das ist erstens verboten und zweitens schadet das dem Tier, weil es seine natürlichen Instinkte verliert. Das Problem ist oft, wenn sie in den Familien leben, dass sie sehr, sehr wenig Platz haben und nicht so toll klettern können, wie sie das in der Natur normalerweise machen. Dann sind die oft in so kleinen Boxen und deswegen muss Dodo sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass sie sich bewegen kann und muss erstmal wieder Kraft aufbauen. Und dann kann sie auch wieder ausgewildert werden. Ja, das ist möglich. Vielleicht in einigen Monaten. Wo kommt Dodo denn dann hin? Wo wird sie ausgewildert? Wir bringen Dodo nach Chipaganti. Da gibt es eine Forschungsstation. Ja. Und in einigen Monaten wird sie dort ausgewildert. Ja, wird sie ausgewildert. Cool, kannst du mir das mal zeigen? Ja, kein Problem. Aber erst geben wir dir Plumplori futtern. Okay, knurrt dein Magen schon, Dodo? Dann bringen wir dir jetzt was zum Futtern. Bis gleich. In der Wildnis muss Dodo ihr Futter bald wieder selbst erbeuten. Aber hier hat es die kleine Dame noch etwas leichter. Damit sich das Tier trotzdem bewegen muss, verteilen wir das Obst im gesamten Käfig. Was hast du noch im Eimer? Grillen. Grillen? Ja, das sind
Das ist als natürliches Essen. Das heißt, Plumploris sind keine Vegetarier? Nein, das sind auch Insekten. Insekten sind ja nicht so meins. Oh. Das fühlt sich seltsam an. Noch eine Hand. Ja, zwei. Okay, ich hoffe, es schmeckt dir. Dodo ist noch etwas zu träge zum Fressen. Dabei sind Plumploris auf der Jagd normalerweise erstaunlich flink. Sie schleichen sich an Insekten an oder fangen sie geschickt aus der Luft. In den Nachbarkäfigen ist dafür schon etwas mehr los. Wir müssen natürlich auch noch die anderen Plumploris hier füttern. Und schaut mal, hier sind sogar zwei drin. Wie süß, die kuscheln sich aneinander. Vielleicht kommen sie ja raus für eine Mango. Aber unsere Überwachungskameras zeigen nichts. Gegessen wird erst später. Was machen wir dann? Wir gehen nach Chipacanti. Wir gehen diese Plumplori in Natur ansehen. Stimmt, das hast du mir ja versprochen, dass wir noch Plumploris in der Wildnis anschauen können. Na gut, dann euch zwei guten Appetit oder gute Nacht, wie ihr eben wollt. Ja. Kaum sind wir weg, traut sich ein Plumplori dann doch aus seinem Versteck. Für die Nachtaffen ist jetzt Frühstück angesagt. Und für euch habe ich die nächsten Infos. Neben den Plumploris gibt es noch eine zweite Loriart, die Schlanklories. Wie ihr Name schon verrät, sind sie etwas dünner und außerdem ungiftig. Aber nicht nur die Figur ist sportlicher, auch ihre Ohren sind schnittiger. Beim Plumplori sind sie halb im Fell versteckt. Der Schlanklori hat richtige Segelohren. Schlanklories leben in Indien und auf der Insel Sri Lanka. Sie sind sehr gesellig, kümmern sich liebevoll um ihren Nachwuchs und gehen wie die Plumploris nachts auf Futtersuche. Ihre Lieblingsnahrung sind Insekten. Wir steuern unser nächstes Ziel auf Java an. Eine Plumplori-Forschungsstation in dem Dorf Chipaganti. Hier werden gerettete Plumploris wieder ausgewildert. Vor vielen Jahren gab es hier nur Regenwald. Aber Menschen haben Teeplantagen und Gemüsefelder angebaut. Und trotzdem haben Forscher in der Gegend etwa 200 Plumploris entdeckt. Die Affen haben sich an die Umwandlung der Natur angepasst. Einige Tiere haben die Biologen mit einem Sendehalsband bestückt. Mit einer Antenne können sie diese Plumploris aufspüren und ihr Verhalten erforschen. Wie das geht, zeigt uns Mitarbeiter Dandy. Okay. Also er hat mir gerade gesagt, hier irgendwo müssen jetzt die Plumploris sein. Ich habe keine Ahnung, in welchem Baum. Wie funktioniert das? Sie müssen das hochhalten, ja? Und von links nach rechts. Und wenn wir näher kommen, dann ist das lauter. Die Antenne führt uns also in die richtige Richtung. Da wird's lauter. Ja, da ist einer. Das heißt, ein Plumplori ist ganz in unserer Nähe. Wie aufregend. Wollen wir mal schauen, ob wir ihn finden. Tagsüber suchen die Forscher die Schlafplätze der Affen. Sie haben so herausgefunden, in welchen Bäumen die Tiere am liebsten übernachten. Da im Bambus. Oh ja, da ist das Signal sehr stark. Cool, dann haben wir unseren ersten Plumplori gefunden. Aber die Blätter sind zu dicht. Sehen können wir ihn erst nachts, wenn er die Augen geöffnet hat. Im Licht der Taschenlampe leuchten Plumplori-Augen nämlich feuerrot. Zum Bambusbaum kommen wir am Abend zurück. Ich folge dem nächsten Signal. Jungs, ich glaube, ich habe wieder einen. Hier sieht's gut aus. Dandy findet am Boden einen handfesten Beweis. Was ist das? Sieht aus wie ein Stein. Ah, die Plumplori hat aus dem Baum hingekackt. Gekackt? Ja, stinkt es? Nee. Riecht nach rote Beete. Da habe ich doch schon an wesentlich schlimmerer Kacke gerochen. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch auf die Nacht warten, bis die Plumploris aktiv werden. Heute scheint der Supermond. Hoffentlich ist er den Plumploris nicht zu hell. Mit roten Stirnlampen bewaffnet, kehren wir an die Schlafbäume zurück. Leute,
aufregend. Es ist mitten in der Nacht und jetzt sind die Plumploris aktiv. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Wir leuchten den ersten Baum ab. Weißes Licht ist für die großen, empfindlichen Augen der Plumploris zu grell. Das Rotlicht stört sie dagegen nicht. Da leuchtet was. Ja, richtig. Wow, wie zwei Feuerbälle. Das sind die Feueraugen der Plumploris. Das sieht ja cool aus. Rohl erkennt das Tier. Das ist Tombol. Das ist indonesisch für Knopf. Ist er noch kleiner? Ja, ist ungefähr 7 Monate. 7 Monate? Wo ist die Mama? Die Mama ist in der Nähe, aber in 1 oder 2 Monaten ist er ganz allein. Denn ab 9 Monaten müssen Plumplori-Kinder ihr eigenes Leben führen. Der kann aber gut klettern. Hat ihm das seine Mama beigebracht? Nein, das konnte sie vom ersten Tag. Also sowas wie Instinkt. Ja, das ist angeboren. Was macht er jetzt? Er ist gerade aufgewacht und er hat Hunger. Was frisst er denn? Insekten, Bluten und Harz. Harz? Das schmeckt bestimmt lecker. Ich zeige euch das mal. Das hier ist Harz. Und wenn die Plumploris dann an so einen Leckerbaum kommen, dann müssen die erstmal die Rinde abbeißen, um überhaupt an das Harz ranzukommen. Und ich probiere jetzt mal, wie das so schmeckt. Voll glibberig. Schmeckt auch nach nix. Naja, den Plumploris muss es ja schmecken. Meins ist es nicht. Wir sind an unserem zweiten Schlafbaum gelandet. Rohl hat in den Ästen Tombols Mutter entdeckt. Das ist jetzt die Mama? Ja, das ist T-Ray. T-Ray. Gar nicht so weit von ihrem Baby entfernt. Was macht sie da? Das ist Putzen. Ah, sie putzt sich? Ja. Ach so, klar. So wie wir Morgentoilette machen, macht sie Nachttoilette. Wie viele Stunden am Tag machen Plumploris das? Na, ungefähr 1 Stunde, jeden Nacht. Also erstmal aufwachen und sauber machen, so wie sich's gehört. Ja. Beim Putzen verteilen die Plumploris ihr Gift im Fell. Das riecht übel und schützt vor Feinden. Was ist denn das da oben noch? Da ist doch noch irgendein anderes Tier. Das ist eine Ratte. Eine Ratte? Ja. Beim Plumplori? Ja. Oh Gott, was passiert da jetzt? Werden die jetzt Nein. Streit haben? Nein, das gibt nichts. Ist kein Problem? Nein, ist gar kein Problem. Aber die Ratte ist auch kein Feind, sondern eher ein Freund. Friedlich teilen sich die zwei die Bäume. Und nach ein paar Minuten sucht das Nagetier das Weite. Die eigentlichen Feinde von Plumploris sind vor allem Greifvögel und der Orang-Utan. Und jetzt, Leute, wird's richtig spannend, denn wir wollen jetzt einen von den Plumploris runterholen, um ihn zu untersuchen. In diesem Baum spielt der junge Munkin mit seinem Papa. Babysitten ist bei Plumploris nicht nur Sache der Mutter. Auf den kleinen Kerl hat es das Forscherteam abgesehen. Der Plan? Sobald der Plumplori auf einen dünnen Bambusbaum klettert, wollen sie die Äste umbiegen und das Tier dann am Boden einfangen. Aber Vorsicht vor den Zähnen. Das Tier ist ja giftig und wird sich wehren. Es ist soweit. Mit vereinten Kräften greifen die Jungs zu. Sie haben ihn. Und er hält sich ganz fest am Baum. Doch Munkin leistet keine Gegenwehr. Ganz großen Augen schaut er, was hier vor sich geht. Ja, wir gehen jetzt mit ihm zur Untersuchung, denn wir wollen ihn natürlich so kurz wie möglich bei uns behalten. Er hat ja Angst. Die Aktion hat natürlich einen Grund. Zunächst tauschen die Forscher die Batterie vom Sender aus, damit Munkin auch in Zukunft beobachtet werden kann. Auf den Nachwuchs von bedrohten Tierarten passen die Biologen besonders gut auf. Da wird jetzt der Sender abgeschnitten, weil der Kleine ja noch wächst. Und der war jetzt ein bisschen zu eng. Das heißt, er kriegt ein größeres Halsband, damit ihm das nicht zu eng wird. Munkin ist etwa 6 Monate alt und noch recht klein. Ausgewachsene Tiere messen von Kopf bis Fuß knapp 40 cm. So, es wird jetzt einfach alles vermessen, was der kleine Kerl so an sich hat.
Kopf, Augen, Ohren, Hände. Die Hände sind typische Affenhände. Vier Finger mit gegenübergestelltem Daumen. Super zum Äste greifen. Aus den vielen Messungen gewinnen die Forscher wichtige Erkenntnisse über die Nachtaffen. Denn je mehr sie über die Tiere wissen, desto besser können sie Plumploris schützen. Sie sucht jetzt die Geschlechtsteile. Es ist ja ein Männchen. Also sucht sie die Hoden, aber sie sagt, die sind sehr, sehr schwer zu finden. Denn die befinden sich im Bauch und sind nicht sichtbar. Anhand der Größe der Hoden sehen die Biologen, ob sich der kleine Munkin später mal vermehren kann. Zum Schluss komme ich zum Einsatz. So, ich darf jetzt auch was machen. Ich darf ihn wiegen. Das ist wie so eine Kofferwaage. Schauen wir einfach mal. Also 1 Kilo und 125 Gramm ungefähr. Das ist nicht viel. And you think that's too much weight? No, it's a very healthy weight. Okay, also das ist ein sehr gesundes Gewicht. Wir sind sehr zufrieden. Damit ist die Untersuchung für den jungen Plumplori überstanden. Leute, wir lassen den Kleinen jetzt wieder frei. Ich hoffe, er erholt sich ganz schnell. Tierschützer Dandy setzt den Nachtaffen mit seinem neuen Sender an einen Baum. Und Munkin zeigt, dass ein Plumplori ganz schön flink sein kann. Oh, da ist der kleine Mann auf einmal doch ganz schnell. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. In Indonesien besuche ich eine Rettungsstation für Plumploris. Die Tierärzte untersuchen gerade einen Patienten. Der macht ja Geräusche, das gefällt ihm nicht, oder? Tierschützer Rohl zeigt mir Plumplori-Dame Dodo. Wir reden ein bisschen leise, weil jetzt ist ja eigentlich Plumplori Schlafenszeit. Eine Forschergruppe beobachtet Plumploris in der Wildnis. Dazu haben sie die Tiere mit einem Sendehalsband ausgestattet. Oh ja, da ist das Signal sehr stark. Cool, dann haben wir unseren ersten Plumplori gefunden. Aber erst nachts können wir die Plumploris im Licht der Taschenlampen richtig sehen. Boah, wie zwei Feuerbälle. Das sieht ja cool aus. Für eine Untersuchung müssen die Forscher einen Plumplori vom Baum holen. Sie haben ihn, sie haben ihn. Und er hält sich ganz fest am Baum. Der kleine Kerl bekommt ein neues Halsband und wird von Kopf bis Fuß vermessen. Es geht ihm prächtig. Das ist ein sehr gesundes Gewicht. Wir sind sehr zufrieden. Zum Schluss darf der Plumplori wieder auf seinen Baum. Boah, Leute, was für ein tolles, tolles Erlebnis. Ich bin wahnsinnig froh, dass das jetzt alles so gut geklappt hat und dass der Kleine jetzt ganz schnell zurück zu seinem Papa darf. Da gehört er hin, in die Natur. Und auch wenn er noch so süß ist, nicht zu uns nach Hause als Haustier. Denn da kann er nicht das sein, was er ist, nämlich ein ganz, ganz tolles wildes Tier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und